Hansa das heimische Ostseestadion, um sich auf die große Fahrt zum FC Bayern München zu begeben. Welche Zielstellung? Wir wollen da gewinnen, das haben wir klar gesagt. Und vor allen Dingen wollen wir uns nichts vorwerfen machen, dass wir es nicht unversucht gemacht haben. Denn die Frage immer, was wollt ihr da, da hätten wir ja auch telefonisch anrufen können. Können doch nicht sagen, wir wollen 3-0 verlieren, das wäre ja Blödsinn. Okay, viel Glück. Dankeschön. Können wir wieder ein Tor erwarten? Ja, ich hoffe, dass ich diesmal auch wieder ein Tor schießen kann, aber naja, es wird schwer. Ja, diesmal sind die Gegner ja gewarnt, noch dazu nach den 2 Toren vom letzten Spiel. Ja, sicherlich. Und die Bayern, die haben eine neue Verteidigung, zumal das erste Heimspiel für die. Und da werden sie sicherlich ein gutes Spiel liefern. Wir drücken Ihnen die Daumen. Dankeschön. Man hat sich also einiges vorgenommen, ist guter Dinge und die Stimmung in der Mannschaft ist prächtig. Immerhin ist den Hanseaten ja ein ganz hervorragender Saisonstart gelungen, sodass sie diesem zweiten Bundesliga-Auftritt optimistisch entgegenfahren können. Was wissen Sie denn vom FC Hansa? Eigentlich überhaupt nichts. Ich habe gehört, dass es einen Stürmer gibt namens Weichert, der 2 Tore erzielt, aber sonst weiß ich eigentlich gar nicht. Stefan Böger, der Name sagt Ihnen was? Überhaupt nicht. Wieder Hansa und wieder Wahl. Und Führungstreffer für Hansa Rostock, durchaus verdient zu diesem Zeitpunkt aufgrund der kessenfrechen Spielanlage aus der Abwehr heraus, ganz geschickt gekontert und wie überlegt und cool im Abschluss Jens Wahl nach 67 Minuten 2:1. Ich muss sagen, dass wir, wenn man sketzerisch sagt, wir an unsere Heimschwäche im letzten Jahr heute wieder uns nahtlos angefügt haben. Naja, Hochmut kommt vor dem Fall. Dies soll keine Schadenfreude über die Niederlage des FC Bayern München sein, aber etwas mehr als den Namen eines Spielers sollte man schon wissen über einen Gegner der eigenen Liga. Doch auch Trainer Jupp Heynckes meinte ja, ein nomineller Verteidiger neben Libero Berthold mit Vorstopper Kreuzer wäre genug gegen den Bundesliga-Neuling. Dabei hätten es die Bayern eigentlich ahnen können. Nomen est omen. Das Prinz-Regent-Hotel in München. Für eine Nacht Residenz des FC Hansa. Dennoch gebrauchte wohl auch Uwe Reinders die lauten Vorsprüche vom Sieg in München mehr als Selbstbewusstseinsspritze für seine Spieler, denn als Toto-Tipp. Uwe Reinders, ist die Stimme noch da? Aber ich glaube, ich muss unheimlich laut schreien. Verstehen wird man wahrscheinlich nichts mehr. Haben Sie wirklich dran geglaubt, hier gewinnen zu können? Nein, wir wollen guten Fußball spielen. Wir haben gesagt, wir haben da ja nichts zu verlieren. Und die Leute sollen sehen, dass wir Fußball spielen können. Dass da ein Sieg rauskommt, ist traumhaft. Also nur ein Spruch, wir wollen in Bayern gewinnen. Mensch, wir wollen jedes Spiel gewinnen, dann hat er mit den Bayern nichts zu tun. 94 Minuten gewährte Schiedsrichter Löwer den Bayern, die totale Blamage abzuwenden. Grahammer versuchte es nochmal mit gewaltiger Wucht. Kunert. Flügler mit Kopfball. Und Spieß verhindert, dass der Spieß umgedreht wird. Jens Kunert verrät sein Innenleben. Das kam mir auch sehr lange vor, aber letztendlich, wenn man gewinnt, ist es egal. Guckt man gar nicht auf die Uhr in der Schlussphase in solcher Drangperiode? Doch, man guckt andauernd. Man kriegt das Auge im Grunde nur noch Uhr, Ball, andauernd geht es hin und her. Doch dann die Erlösung. Auch für Roman Sedlacek. Der Tschechoslowake konnte nicht springend jubeln, ein dicker Knöchel. So nahm er sitzend die Glückwünsche entgegen. Seinen laufenden Jubel hatte er schon weg. Die 21. Spielminute. Persigel mit gut getimter Flanke, Defensivspieler Wahl mit Blick für die Situation und Sedlacek steht am rechten Fleck und hatte es schon vorher gewusst. Ich glaube, wir gewinnen in Bayern. Wunderbar, gut. Danke. Dabei hatten zuerst die Bayern Hansa ins Schwitzen gebracht. Die Fans waren zufrieden. Dritte Minute, Schwabels Ecke, Strunz mit schnellem Antritt und Wohlfahrts 100. Bundesligator. Doch da wusste Jens Kunert schon, dies war sein einziges Gegentor. Der Trainer hatte
komischerweise diese Woche ein Treffen mit so einem, was weiß ich, mit so einem heiligen Menschen, der Voodoo praktiziert, und der hat gesagt, wir gewinnen hier 2-1, und ich gesagt, das Tor ist weg. Und tatsächlich, danach kam Hansa mit Stefan Böger. Freier als frei, Stefan Persigel, doch der hat Angst vor der eigenen Courage. Thomas Berthold schimpft. Aber das Standbild zeigt Persigel in der Mitte, nicht im Abseits. Alles andere als glücklich, auch Uwe Reimers. Brian Laudrup dagegen hatte noch immer nichts von Hansa gesehen. Wir hätten schon mit 2 oder 3 zu 0 führen müssen, und ich hoffe, dass wir zweite Halbzeit was machen können. Bessere Hansa-Kenntnisse dagegen bei Millionenersatzmann Bruno Labbadia. Ganz klar, denn Sie müssen überlegen, wenn eine Mannschaft so souverän Meister, Pokalsieger macht und jetzt 4-0 gegen Nürnberg gewinnt, das kann keine Eintagsfliege sein. Und man sieht, sie präsentieren sich gut, aber wir haben es auch selber schwer gemacht. Nach einer frühen Führung hätten wir ganz locker spielen können, und jetzt wird es natürlich sehr schwer. Labbadia sollte in der zweiten Halbzeit Heinkes erlösen. Seine totale Offensivtaktik hatte der Bayern-Trainer schon in der ersten Halbzeit mit Grahammer für Sternkopf revidiert. Doch die beste Chance hat Wohlfahrt. Uwe Reinders dachte wohl ans Platzen seiner Schnupftabak-Prophezeiung. Doch Florian Weichert wollte sie Wahrheit werden lassen. Dem Bundesliga-Neustar stand Vorstopper Kreuzer von Anfang an auf den Füßen. Weichert dennoch agil, kam aber nicht zum Abschluss. Verheißungsvoller der andere, Michael Spieß. Er hatte in München schon mal gewonnen. Ich habe schon mal mit dem KSC im Pokal hier gewonnen, aber im Punktspiel war es das erste Mal. Beschert haben es ihm und allen Hanseaten Einwechsler Babender Erde und Jens Wahl. Uwe Reinders lernt das Fliegen. 8 Jahre als Spieler mit Bremen in München erfolglos, und nun der große Coup. Wie viele Topspieler hat er denn? Wir haben 11. 11 Kämpfer, 11 Regisseure, alles klar. Ragazzi! Ragazzi! Einer davon, der coole Torschütze, für den sich ein Traum erfüllte. Na, geträumt habe ich eigentlich immer schon davon, ne? Aber habe absolut nicht damit gerechnet. Ich bin absolut froh, dass wir das hier gepackt haben. Und das müssen wir auch irgendwie erstmal verdauen. 2 Siege, wer hat das gedacht zum Anfang? Als Tabellenzweiter hob Hansa in Bayern nur mit der Maschine ab. Und das Münchner Prinzregent-Hotel hat ein neues Emblem. Nach Mitternacht ist der Bus dann endlich wieder zu Hause in Rostock. Uwe, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie lebt sich so mit 4 Punkten? Ja, ganz gut. Wir haben also eine ganz lustige Rückfahrt gehabt, muss ich sagen. Obwohl die Jungs eigentlich sehr in sich gekehrt waren. Ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen Zeit, um das ein bisschen zu verarbeiten erst. Aber wir sind natürlich unheimlich glücklich. Ich glaube, das wird auch jeder verstehen. Ja, das Gegentor kam ja recht schnell und trotzdem nicht aufgesteckt. Das spricht für die Moral. Das ist richtig. Ich glaube, das hat deutlich gezeigt, mit welchem Selbstbewusstsein die Mannschaft aufläuft. Dass sie sich auch vom frühen Rückstand nicht beirren lässt, sondern ihren Weg geht, ihre Chancen rausspielt. Und ich glaube, wir haben eins schon erreicht, auch zu diesem frühzeitigen Zeitpunkt, dass wir eine Mannschaft haben, die Gas gibt, die einander hilft. Und das wollte ich eigentlich erreichen. Ja, 2 Spiele, 4 Punkte. Sind das 4 Punkte, um mitzumischen, oder 4 Punkte gegen den Abstieg? Ganz klar, wir haben jetzt 4 Punkte gegen den Abstieg geholt. Wir wissen, dass Mittwoch Dortmund kommt, dass das ein ganz, ganz schweres Spiel wird. Aber ich hoffe, dass die Unterstützung der Fans jetzt noch größer ist. Ich glaube, das hat die Truppe verdient. Beim ersten Spiel hieß es, das war die Überraschung. Heute war es sicherlich wieder die Überraschung. Und am Mittwoch wird es eine dritte geben? Na gut, ich bin ja Bremer, und da gibt es ein Sprichwort, dreimal ist Bremer recht. Und wenn wir die dritte Überraschung schaffen, dann sind wir zufrieden. Gut, wünschen wir uns das. Schöne Nacht. Dankeschön, ja.